It's time for World Underground Wrestling. Auf diesen Gürtel geht es, den World Championess Gürtel von World Underground Wrestling. Und der Jugo hat kein Gürtel mehr. Ja, war er der Marl hätte vielleicht nur einen, na wurscht. Aber da hätte er keine Chance. Wurscht, Tatsache ist die, dass die Siegerin dieses Kampfes im März diesen Titel in Japan verteidigt werden muss. Also schauen wir mal, wer gewinnt. Kampffrei! Hast du die Marl überhaupt abgetastet, ob sie illegale Gegenstände hat? Da ist er schon Profi dran! Ja, wo ist der Mann? Ich war ein Thailand und ich war ganz brav. Ja, du hast nur keine Malen abgetastet, sondern... Rückkopplung! Ein schöner Rüstung! Kommt da, wo man denkt, ja, und? Schönen Rüstung! Ja, man denkt, ja! Ein Hämmerlock, in Österreich auch Polizeigriff genannt. Unser Polizeigriff ist eigentlich nie so, aber ist wurscht. Wieso das Polizeigriff heißt, weiß ich nicht. Interessiert keinen. Ich glaube nur aus den 60er Jahren, wie ich noch jung geworden. Jetzt halt einmal die Kuschen. Also ja. Das, echt, das Publikum will, dass die Selina ihre Schuhe abdreht. Ein Kräftemessen. Wer ist stärker? Wer ist die Stärkere? Die Spinne, die hat die 8 Wochen Kraft. Oder die Traumhaus, ich weiß nicht. Die Frau Power hast du nicht umsonst Power. Aber die Ecke ist geschmeidig. Wie eine Spinne. Ja, das Problem an Titelkämpfen ist, dass es keine Regeln gibt. Also, der Blitz ist auch sogar. Oh! Ein Aufgabegriff! Schöner Aufgabegriff! Aufgabe? Keine Aufgabe! Jetzt kugeln sie ein bisschen am Boden. Nein, das ist griechisch-römisch! Also griechisch kenne ich römisch nicht, aber wurscht. So, also. Entdeckung! Ein Haltegriff! Ja, den Otto Krieger haben wir engagiert, dass er uns am Nivea hebt, aber irgendwie geht das nicht. Oh, eine Huracurana. Also jetzt ist auf gut Deutsch. Also auf gut Deutsch gesagt, ich rede schon wieder Mirko, es wird tragisch. Ich glaube, jetzt fangen sie jetzt so richtig an. Der Tritt hat gesessen, der ist daneben gegangen. Schöner Slide! Platsch hat es gemacht und unten liegt sie. Noch einmal! Das schaut fast aus. Also, das ist ja schon fast ein Taekwondo-Kampf, bis auf das, dass man am Boden nicht hintreten kann von dem Taekwondo. Das ist nicht Taekwondo, das ist Tekla. Tekla-Do! Tekla-Do! Die Tekla ist da. Für unsere steirischen Freunde! Oh, haben wir überhaupt steirische Freunde? Ich hab keinen steirischen Freund. Du hast gar keine Freunde. Oh, ja, ich geh zum Altersheim. Jetzt sei nicht so garstig zu mir, du wirst auch mal in mein Alter kommen. Ich weiß ja nicht. Das dauert halt nur 50 Jahre. Na, 30 Jahre, aber wurscht. Ja, jetzt.
dominiert jetzt eh klar. Eindeutig. Einen Hahn ziehen ist zwar nicht verboten, aber nicht nett. Deswegen ist sie Championess. Obwohl es an den Hahn herbeigezogen wurde. Genau. Aber der Spruch war wirklich an den Hahn herbeigezogen. Ja! Wieder käme Klatsch? Nein, noch nicht. Aber jetzt. Aufgabe! Es geht auf Smash! Er muss gar nicht, das ist nicht verboten. Aber es ist voll illegal. Es ist voll nicht nett, aber nicht illegal. Ja, da ist ein Kampfgösen. One Leg Boston. Aber ein Gösen, den er spielt, der beste Gösen normalerweise auch. Wollte ich nur gesagt haben. Aufgabe! Das kommt in die Aufgabe. Die Spinne gibt trotzdem nicht auf. Das ist Tarantula. Es ist die Dekler, nicht die Tarantula. Ein Tritt in den Bauch. Ein Job. Sehen wir den Toxic-Job. Meine Spannung steigt. Deine Spannung oder die Spannung? Aber die hat eine Auswirkung. Oh, ein Armbar. Aufgabe. Ein Uhrenreiber war dabei beim Armbar. Und die Selina Bauer sitzt am Boden. So was. Au, mir da hat's weh, aber Gott sei Dank liege ich nicht auf der Matte. Ja, genau. Ein bisschen Dehnungsübung für die Schultern, also für die Leute, die sich zu Hause fit halten wollen, so dehnt man die Schultern. Aber es war trotzdem keine Aufgabe. Nein, die Selina Bauer jetzt hält ein bisschen mehr aus. Jetzt werden die Schenken massiert. Wird das ein Surfboard? Wird das jetzt ein Surfboard? Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe das in der WoW noch gar nicht gesehen, aber du... Aufgabe! Keine Aufgabe! Das geht rein, das kannst du glauben. Glaubt er das nicht, aber wurscht. Da braucht man Dehnung. Wo ist die Bauer? Nein, die Selina Bauer hat nicht aufgegeben, der Kampf geht weiter. Aber ist schon beschädigt, seine Schuhe ist rot, das heißt, ich werde Computerspiel bald dabei. Ja, aber nur der eine Schuhe, der andere leicht nicht drüben. Aus dem Weg! Was bin ich statt des Videos? Aus dem Weg! Und wieder Bounce im Arsch. Wunderschön. Ja, im Gesicht. Also ein Bounce im Schädel, woher musst du sehen, dass du...
Jungfee, aber ich. Schickt den jetzt sind wir wieder beim Wrestling. Danke, sehr lieb. Der zweite hat gesessen. Ja, die Selina holt alles aus, was in ihr drin steht. Oh! Schöner Backbreaker. Ja, ob das die Tekla als schönen Titel machen will. Keine Aufgabe. Keine Aufgabe. Sie hat das Zanoni-Syndrom. Wunderschön befreit, ich glaube, ich spinne. Es war ein schöner Kick in den Nacken von der Selina Bauer. So richtig standfest ist die Selina Bauer nicht mehr. Ist das der Ansatz zum Finisher? Das schaut aus wie ein... Eigene Statements. Oh, zum Tekla-Lock. Das ist der Finisher von der Tekla. Schafft es die Selina Bauer noch raus oder nicht? Eine Aufgabe, sagt der Quincy. Eins. Nein! Wenn dann zum dritten Mal fällt, wäre es vorbei! Ja! Siegerin des Kampfes! Und weiterhin amtierende Weltmeisterin! Ja!